So, da wollen wir uns doch mal erstmal ein bisschen hinsetzen. Mal ein bisschen die Glotze anmachen, bis der Typ kommt. Und wieder ist der Fernseher aus. Na gut. Das Essen! Ach du Scheiße, ich hoffe, da brennt noch nichts. Ach du Scheiße, der Typ ist ja. Ach du. Ja, okay, wir öffnen jetzt erstmal die Tür am besten. Na? Wir wissen ja, dass es hier hinten ist. Wir haben ihn ja schon gesehen. Aiden, benimm dich bitte. Das hier bedeutet mir was. Ich verlasse mich auf dich. Da bin ich mir nicht so sicher, ob ich das kann, Aiden. Hey. Chateau Margaux 2001. Der Verkäufer sagt, das war ein hervorragendes Jahr. Das klingt doch nicht übel. Okay. Setz dich doch hin. Ich hol das. Das Ding für die Weinflasche. Na gut. Dann wollen wir da doch mal das Ding holen. Wow, eben. Cooles Apartment. Huh? Boah, ist Aiden mal wieder frech. Ja, danke. Aiden. Verfluchte Scheiße. Erstmal alles schön wieder zumachen. Aber was ist denn jetzt mal ganz im Ernst mit unserem Essen los? Ich meine, verbrennt das nicht langsam? Na gut, dann wollen wir doch mal anstoßen. So. Soll ich hier aufmachen? Nein, nein, ich mach's. Okay, komm, Jody. Das schaffst du. Und hoch mit dem. Ja, schink ein. Danke. Auf dein neues Apartment. Ja, darauf, dass du heute nicht zum Zuge kommst, würde ich mal sagen. Auf mein neues Apartment. Wann bist du eingezogen? Vor ein paar Wochen. Ja, die Agency hat sie mir besorgt, voll möbliert. Und Schuss. Was ist mit dir? Wo wohnst du? Oh, ich habe ein Haus, etwas aus. Schade, wir können nicht raus. Klein. Ich habe einen Garten. Ja, klein. Lass mich raten, aber bestimmt riesengroß. Stammst du von hier? Nein, nein, ich stamme aus Oregon. Meine Eltern und mein Bruder. Jetzt werde ich euch bestrafen. Ich werde euch furchtbar niedermachen. Das ist nichts. Das ist. Aiden macht Stress. Okay. Achte nicht drauf, vergiss ihn. Er soll nicht drauf achten, der kriegt jetzt was vor die Fresse. Oder? Nee, doch nicht. Nee. Ich sollte mal nach dem Essen sehen, weil diese Kochsache ist eine völlig neue Erfahrung für mich. Brauchst du Hilfe? Nein, setz dich ruhig schon und mehr Wein wäre schön. Okay. Hm, riecht gut. Das ist Hühnchencurry mit überbackenem Gemüse. Das sollte es zumindest sein. Also. Ich find's toll, dass du kochst. Das ist gut. Ist alles okay? Ja, es ist nur ziemlich scharf. Das ist gut. Ich mag's scharf.
Ja, ja. Das ist wirklich Gewürz, also. Wie lange arbeiten wir jetzt zusammen? Seit fast 2 Jahren? Also gewürzt habe ich ja wirklich ganz schön ordentlich. Boah. Ich meine, da gibt's nicht viel okay zu sagen. Okay. Zerstören wir erstmal das Laptop. Mit meinen Eltern auf dem DPA Campus. Und dann war Mason so. Deine Eltern hast du. So, Kontakt? Und weg mit dem Stuhl. Wow, es fliegt alles weg. Beeindruckend. So. Irgendwie konnte man doch das Rollo zerstören noch nicht. Bist du sicher, dass alles okay ist? Ja, alles ist gut. Aiden ist nur. Er ist nur ein bisschen unruhig. Alles okay. Ich glaube, der ist nur nicht begeistert, dass dieser Typ jetzt da ist. So, Joel, jetzt geht's deinem Riesenfernseher. Ich kann nicht erklären, was es eigentlich ist, dieses Ding mit Aiden. Yo, ich würde mal sagen, Jolly hatte mal einen Fernseher. Jolly, ich glaube, es ist was mit Aiden. Warte eine Sekunde. So. Mir reicht's jetzt mit dir und deiner gottverdammten Eifersucht. Warum gehst du nicht einfach zurück und verschwindest dahin, wo du fieser Poltergeist herkommst und lässt mir endlich meine Ruhe? Verschwinde hier! Bist du vielleicht taub? Hau gefälligst ab! Wie kannst du bloß so gemein sein zu Aiden, Jody? Also, ist er jetzt hier und hört uns zu? Ja. Klar, Aiden ist immer da, auch wenn ihr. Ja. Ihr wisst schon, macht. Aiden ist überall. Und. So. Was ist mit dir? Man hatte arme Angst. Du armer Soldat. Aiden gefällt es nicht, dass ich hier bin, oder, Jody? Das ist jetzt, was Aiden will. Genau, was interessiert das euch schon? Und bist du. So, jetzt kommt die Weinflasche endlich ran. Nein, nein. Ja, ich war es. Ja, meine Ex-Frau und ich sind geschieden. Fuck, Aiden! Ich will, dass du jetzt aufhörst! Also ich gehe lieber. Nein, Ryan, warte. Nein, Jody, also Aiden ist nicht begeistert. Ich glaube, dass ihr das klären müsst. Jody, wir haben noch Zeit. Lernen wir uns doch einfach erst besser kennen, okay? Vielleicht gewöhnt sich Aiden ja daran. Ja, jetzt bin ich zufrieden. Und jetzt zufrieden? Ja. Du hast, was du wolltest. Er ist weg und du hast mich wieder für dich selbst. Ich hoffe echt, du bist zufrieden und verflucht happy. Na los jetzt, flieg herum in deiner unsichtbaren Welt und lass mich heulen. Ich hasse dich. Hörst du mich, du fieses Arschloch? Ja, arme Jody. Die kann ja einen echt leid tun. Muss man ja sagen. Aiden ruiniert ihr aber auch einfach alles in ihrem Leben. Echt gemein. Ich bin ja mal gespannt, was jetzt gleich kommt wieder. Mensch, Jody ist wieder ein kleines Mädchen geworden. Unglaublich, und sitzt wieder im Labor. Unglaublich. So, legen wir uns wieder hin.
Na gut. Dann wollen wir doch mal hier zu unserem Professor gehen. Mal gucken. Ja, wir sind müde. Nathan, ich bin so müde. Können wir jetzt gehen? Oh, Jody, ist es echt schon so spät? Ja, ist schon so spät. Tut mir leid, ich war so konzentriert auf meine Arbeit. Ich weiß, es war ein langer Tag. Hey, heute Morgen habe ich ein Buch gekauft. Ich bring dich jetzt ins Bett und lese dir vor. Ja, ein Buch. Ja, toll, da freut sich aber Jody. Ich glaube, es ist noch im anderen Zimmer. Warum gehst du nicht schnell rüber und holst es? Ich mache das nur hier fertig und dann geht's los, okay? Ja, klingt doch klar, gut. Ich werde es holen. Na gut. Dann holen wir es doch mal. Da scheint aber ganz schön dunkel dort zu sein. Also, wo ist jetzt dieses Buch? Das ist eine verdammt gute Frage, Jody. Oh, wack. Scheiße, was ist denn jetzt hier los? Das Licht wackelt. Gleich kommt noch ein Kürbiskopf irgendwie, hab ich ein Gefühl. Da ist das schöne Buch. Aiden? Ja, genau, Aiden. Hör mal auf damit. Das ist nicht schön. Dann komm, nehmen wir jetzt mal das Buch mit. So, wollen wir mal wieder zum Professor gehen. So. Nicht zurückgucken, Joe. Oh nein. Was sind das denn für Menschen gewesen? Ach du Scheiße. Hier ist das Buch, alter Mann. Ja, jetzt will er nicht, oder wie? Du hast es gefunden. Dann steht einer schönen Gute-Nacht-Geschichte ja überhaupt nichts mehr im Wege. Oh, oh. Jody. Jody, alles klar? Sie ist blass aus. Sie ist todmüde, das ist doch sonnenklar. Komm, Nathan, sie gehört ins Bett. Ja, genau, ich gehöre wirklich ins Bett, Nathan. Ja, 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 Moment. Nathan! Ja? Nathan ist schon am Telefon. Nathan Dawkins. Nathan, was hast du? Meine Frau. Und meine Tochter, sie kam gerade von meiner Mutter. Truck. Betrunkener Fahrer. Auf der falschen Fahrbahnseite. Sie sind tot. Jody, du gehst jetzt ins Bett. Nathan, du bleibst hier. Bin gleich wieder da. Komm mit, Jody. Armer Nathan. Boah. Dann waren das wohl die toten Leute gesehen haben, war das wohl die Familie von Nathan, seine Tochter und seine Frau. Boah, dann wusste Jody schon vor Nathan so gesehen, dass die tot sind, wenn sie die gekannt hätte. Boah.
Das ist ja mal ein harter Schicksalsschlag für Nathan. Na gut. Ich bin mal auf unsere nächste Mission gespannt. Da steht ja auch schon, die Mission. Jamal Scheich Sharif, einer der gefährlichsten Warlords des gesamten Landes. Er kommandiert eine bewaffnete Miliz und kontrolliert damit viele wichtige Bereiche der Stadt. Das heißt, dass humanitäre Hilfe nicht durchkommt. Muss Jamal finden und eliminieren. Er wechselt den Standort zweimal täglich. Sein letzter bekannter Standort war das Senaki Hotel und das ist hier. Er wird wohl nicht mehr dort sein, aber irgendwo musst du mit deiner Suche ja anfangen. Du bist auf dich allein gestellt. Kein direkter Kontakt mit dem Feind, keine Verstärkung. Du identifizierst und eliminierst das Ziel und aktivierst dein GPS-Signal, damit wir dich holen können, ja? Du musst vor Sonnenaufgang da raus sein, also halt dich ran. Den letzten Army-Soldaten, der erwischt wurde, zogen sie in einem Jeep durch die Stadt. Man fand seinen Kopf und ein Bein in einem Fischerboot. Nicht zu empfehlen. Ich bin zurück, bevor sie überhaupt merken, was passiert ist. Pass gut auf dich auf, Jody. Ich will nicht, dass dir was passiert. Na gut, nehmen wir mal X. Komm, Jody hat so viel schon erleben müssen, so viel Grausames. Da können wir ja wohl mal das jetzt mal gönnen. Wir haben noch Zeit, bevor es losgeht. Ja. Na gut, aber ich will jetzt hier pure Action haben. Wow. Ich brauche ein Glück. Gib mir eine Knarre und Aiden, alles ist vorbei, bevor es anfängt. Ich meine, stellt euch mal vor, wenn die Armee wirklich sowas hätte wie Aiden oder Jody. Boah, so ein unsichtbares Ding. Was 1000 Kilometer weit reicht. Unglaublich. Das wäre krass. Na gut, komm Joey, kämpf dich ans Meer. Ans Meer ist gut, an den Strand. Kein direkter Kontakt mit dem Feind. Keine Verstärkung. Sieh nach, dass da keine Soldaten sind. Ja, kann ich machen. Oh, da sind bestimmt welche. Ich wusste es doch. Da ist einer, aber ich kriege ihn nicht. Okay, bis jetzt sehe ich nur zwei Stück. Ist da hinten noch einer? Nee. Wow. So. Aiden, kannst du mal wieder ein bisschen tiefer gehen? Nein, ich höre. Tiefer. Oh, wie ging das denn jetzt gleich nochmal, als Aiden tiefer geht? Ach so. Ja, tolle Sache jetzt. Ich weiß nicht, wie soll ich den erwürgen? Kuckuck, will ich erwürgen? Immer wenn der weggeht. Was muss ich da machen können oder nicht? Ah. Okay. Gut, Jody, renn. Okay, jetzt müssen wir erstmal. Können wir den ja irgendwie so austricksen. Wie war das denn jetzt nochmal? Jetzt bin ich irgendwie. Der geht irgendwie gerade nicht hin. Okay. Huh?
Gut, der war ja vorher nicht alleine da. Erstmal gucken, was jetzt hier los ist. Ah ne, machen wir mal ein bisschen Musik an. Würde ich mir sagen. Der Typ scheint nur bewusstlos zu sein. Irgendeiner war doch noch hier irgendwo einer. Weiß ich doch noch. Hier waren zwei Stück und einer war rot. Da ist er ja. Ja, ja, kommt schön her. Komm her. So. Schön in die Ecke. Man sieht natürlich, wie er abkratzt. So, das müssten erstmal alle gewesen sein, glaube ich. Nein, nicht in Deckung gehen, Jordi. Hey, Jordi. Nicht in Deckung gehen. Kannst du nicht irgendwie rennen? Okay. Erstmal gucken, ob hier noch einer steht zur Sicherheit. Weiß doch nie, da liegt der. Hat der drei Augen? Ne, hat er nicht. Ich dachte schon, der hätte ein drittes Auge oben an der Stirn. Warte mal, da bin ich. Hier muss ich lang. Denke ich mir zumindest. Oder doch nicht? Gut, 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 gut. Ich denke mal, das müsste alles sicher sein soweit. Huhuhuhu! Okay. War knapp, Jordi, nicht wahr? So. Wow, die haben da einen gehängt. Also hier scheint ja soweit keiner zu sein, der mich irgendwie stören könnte. Na gut. Na, Jody. Ja, genau. So, wir springen aber erst im nächsten Part wieder runter, Leute. Also bis gleich.